Willkommen zur zweiten Session von Yoshi's Woolly World. Ja, ich habe mal eine Nacht darüber geschlafen, wie ich das jetzt mit den Leveln machen werde. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, gut, wir haben jetzt einige Level ja noch nicht komplettiert. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir das Spiel ganz normal bis zum letzten Boss durchspielen und dann nochmal einen zweiten Anlauf nutzen, um dann wirklich jedes Level zu komplettieren. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, das dritte Level, da fehlen uns, ja gut, da fehlt uns ein Stempel. Und einfach mal die kompletten Leben. Das mache ich dann wirklich in einem separaten Lauf. Dann geht das Let's Play an sich schneller. Und ich muss nicht nachkommentieren. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Lösung dafür. Ne? Dafür kommen wir jetzt ganz normal durch. Und ja, falls ich Level sowieso schon komplett habe, ist das dann... Es kann halt nur besser werden, ne? Und es ist immer noch besser, als zwei verschiedene Runs zu haben. Also als einen einzelnen Run zu haben, der unbedingt perfekt sein muss, aber dafür den Part vielleicht sogar ein bisschen streckt. Ja, wer weiß. Gut, wie heißt das Level eigentlich? Herumgekrebse am Strand, okay. Das klingt schon mal interessant. Wir haben ja die ganze... Ja gut, die ganze Welt war ja so ein bisschen grasähnlich. War mehr so... Hatte mehr so die Gras-Thematik. Und jetzt haben wir Wasserlevel. Kann Yoshi schwimmen? Oh, ja, der kann schwimmen. Der kann sogar... wobei, Wasser ist das hier nicht, oder? Ich frage mich jetzt so ein bisschen, ist das Alufolie oder was soll das sein? Es ist einfach nichts. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Gut, dann haben wir hier einfach mal so einen Geldbeutel. Mr. Krabs. Ah, den wir mit einer Stampfattacke besiegen können. Das ist eine interessante Sache und hier ist doch bestimmt was drinne. Unter diesem Schwammkopf. So viele Anlehnungen. Meine Güte. Gut, ich bin trotzdem interessiert, hier mal einiges zu finden. Aber... Dabei bin ich oft auch viel zu langsam, ja. Also wenn ich mich so anstelle, dann verliere ich ja nur Herzen. Das ist gerade nicht so eine tolle Sache. Ah, hier kriege ich auf jeden Fall ein paar Edelsteine. Ja, aber ansonsten, ich finde die letzte Session, die ist richtig gut gelaufen. Jetzt nicht unbedingt überragend, aber ja, akzeptabel. Mir hat es gefallen. Also klar, vom spieltechnischen her fand ich auch, dass alles in Ordnung war. Wieso kannst du nicht werfen, Yoshi? Musst du wirklich an Land sein, um zu werfen? Das ist ja schon fast gemein. Wer denkt sich denn sowas aus? Aber der kann uns hier oben nicht erwischen, oder? Ach, das ist jetzt auch egal. Solange wir ihn von oben besiegen, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, also die erste Session, die war echt gut. Ich kann mich da jetzt nicht so beschweren. Mal schön auf den Cheep-Cheep drauf. Aber ansonsten fand ich es so ein bisschen schade, dass wir so viel übersehen haben. Aber wie gesagt, dafür ist halt der zweite Run... Wir können mit den Wolleiern, mit unserer Wolle, so ein bisschen, ja, Steine platschen lassen oder Wolle platschen lassen. Wie Steine rollen sie dann übers Wasser. Das ist wundervoll. Ist auch eine gute Idee. War das in Yoshi's World auch so? Das weiß ich gar nicht. So, ich glaube, hier haben wir nichts übersehen. Dann machen wir uns auf und gehen weiter. Hier ist doch bestimmt... Ja, da ist sogar was. Also, wenn man schon so eine Nische hat, dann ist es schon sehr auffällig. Ah, aber ist auch schön, mal eine neue Thematik zu haben. Auch wenn ich, glaube ich, eher für so eine so Strandlevel, eher so eine jetzt rede ich um Kopf und Kragen, ne? Also ich hätte die Strandlevel auf jeden Fall so einer eigenen Welt zugeordnet. Es ist jetzt schon ein bisschen komisch, dass in der Graswelt ein Strandlevel ist. Also, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. So, ein paar Eier. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. So. Und auch die Cheep-Cheeps sehen natürlich so ein bisschen suspicious aus. Die will ich mal... Wow, englische Fachbegriffe. Meine Güte. Aber glücklicherweise platschen die Eier ja übers Wasser. Das ist ziemlich beruhigend. Ja, da kann man auch so einige fiese Verstecke mit einbauen. Was ist hier? Da ist doch irgendwas. Die Musik hier ist auch schön. Die Musik habe ich schon mal gehört aus diesem Level. Ich habe auch schon mal so ein paar... Was willst du? Geh weg mit deinem scheiß Scheren hier. Ja, aber ich hab's schon tatsächlich einmal gehört. Kann ich dich irgendwie... Okay, ich kann dich teilweise besiegen. Aber dann mache ich das doch lieber von oben. Ja, ich habe dieses Level schon teilweise gesehen, aber nur so kleine Abschnitte davon... Ja, wirklich wahrgenommen. Also alles, wo ich mich so ein bisschen spoilern gelassen habe, ist wahrscheinlich nicht hängen geblieben. Ich glaube, das meiste ist wirklich in Vergessenheit geraten bei mir. Und, da war auch noch was. Das war auch voll klar. Ich weiß nicht, das war so offensichtlich für mich.
Nee, also ich bin mir schon sicher, dass das meiste in Vergessenheit geraten ist und ja, demnach auch sehr viel blind ist. So, hier oben könnte auch noch was sein. Ja, trauen wir mal den Braten, ne? Ganz einfach. Okay, wir kriegen eine weitere Verwandlung. Das scheint immer so bei diesen Türen zu sein. Ich habe gedacht, ja gut, Motorrad Yoshi. Oh mein Gott. Okay. Ich muss jetzt erstmal ganz toll mit der Steuerung klarkommen. Man kann nicht beschleunigen, so wie ich das sehe. Oh mein Gott. Aber man kann definitiv Scheiße bauen. Aber man kann zurückfahren. Das habe ich zwar auch schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass man zurückfahren kann. Man kann sogar an Wänden langfahren, ja. Das ist nett. Nur, wie weit kommen wir damit? Ich hoffe, wir werden jetzt nichts übersehen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Zeit vergeudet, damit, dass wir wieder zurückgefahren sind. Hier können wir einiges mitnehmen und dann einmal schön springen. So, oh, immer im richtigen Moment springen. Ah, da könnte natürlich auch was gewesen sein. Ah, da bin ich mir jetzt voll unsicher. Scheiße. Ich glaube sogar, da war was. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Okay, zurück kommen wir sowieso nicht mehr. Ein Checkpoint haben wir auch schon benutzt, also... Ja, wir können es nicht mehr besser machen. Wir können es nicht wiederholen. Die einzige Möglichkeit, die uns da wirklich bliebe, wäre in diesem Bonuslevel irgendwas falsch zu machen, dass wir Zeit verlieren und somit das Bonuslevel... Ich nenne das vor allem Bonuslevel. Dass wir dieses Bonuslevel dann nochmal machen können, aber... Ja, das hat jetzt irgendwie nicht so ganz geklappt. Boah. Hier sind noch einige Shy Guys. Guck mal, hier ist auch was drinne. Aber wozu so viele Wolken? Nur für ein paar Juwelen oder wie? Ich will trotzdem jedes einzelne mal untersuchen. Und ich hoffe, da wird mein Analogstick nicht irgendwie was gegensprechen. Warte mal, hier ist eine Melone. Ja. Mit Melonen kann man auch schießen. Existiert auch schon seit Yoshi's Island, also auch ein sehr altes Item. Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Vielleicht geht es da noch weiter? Nee. Also falls hier noch irgendwas sein sollte, sehe ich es nicht. Dann ist es nicht so eindeutig. War wohl nur wegen dieser einen Blume. Und die Melone können wir nicht mitnehmen. Okay, das ist ein bisschen traurig. Die hätte ich gerne mitgenommen. Ist ein starkes Item, kann man oft schießen. Ist auch mehr wert als so ein Ei. Weil so ein Ei, ja gut, du kannst halt nur 6 Eier tragen, aber so eine Melone, die kannst halt, ich glaube, 12-mal abschießen. Und ja, die bringt dementsprechend auch sehr viel. So, können wir hier noch so? Ich halte jetzt mal gedrückt. Okay, ja, ist sogar akzeptabel. Da können wir direkt noch ein Ei hinterher schmeißen. Zack, zack, zack. Da müssen wir nicht hinterherkommen. Achso, mehr Melonen. Ich denke schon, was beißt der? Wo kaut der jetzt drauf? Was hat er denn gefressen? Jetzt hat er nichts mehr. Ja, aber diese Melonen, die sind ein bisschen schnell verbraucht. Hast du das Gefühl? Da oben glitzert was, das sehe ich doch. Ja, das war ziemlich eindeutig. Aber lässt sich nicht abtreffen, oder wie? Ja, komm. Ah, muss ich wirklich von oben? Ja, dann komme ich mal von oben, stürze mich runter. Aber der kann wenigstens hier unten Melonensamen spucken. Ja, das ist schön. So, wenigstens das kann Yoshi hier unter Wasser. Und dann können wir hier noch ein bisschen absahen. Gut, es sieht so aus, als würden nicht mehr viele Stempel fehlen. Ich hoffe, dass es auch so sein wird, dass jetzt am Ende nicht noch irgendwelche fehlen. Also, dass es jetzt nicht wirklich diese im Bonuslevel waren. Da ist auch nichts. Ah, es sieht schon gut aus. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch, aber die kann halt auch im Bonuslevel sein. Alles oder nichts. Ich glaube sogar, dass man nicht alles sammeln muss. In einem Scheiße. In einem Scheiße. Nee, ich komme jetzt von oben. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf diesen... Geldbeutel da. Der mich berauben will. So. Ich bräuchte jetzt noch ein paar Leben. Das wäre sehr nett von den Entwicklern, wenn man mir jetzt ein paar Leben spendieren könnte. Ah, ja, danke. Mein Flehen wurde erhört. Okay, ich will eine neue Melone.
Wir sind an einem Strand. An einem Strand mit sehr viel Melonen. Gut, hier ist der letzte Stempel. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin wegen der Melone. Und gut, dass ich da nochmal draufgeschossen habe. Hätte ich jetzt durchaus vergessen können, verpassen können. Aber hier könnte durchaus noch so ein kleines Stück Wolle sein. Ja, ein Stück Wolle erscheint oben. Stirb! Meine Güte. Den schießen wir einfach mal durch den Arsch. Das massiert ihn von unten. So, da oben ist auch noch was. Eine Blume vielleicht? Ah, kann durchaus sein. Okay, wir haben ja alle Stempel. Und schon habe ich irgendwo eine Blume übersehen. Okay. Ich glaube nicht, dass ich sie großartig übersehen habe. Also wenn, ist sie schon sehr offensichtlich versteckt. Da unten bestimmt. Da ist doch bestimmt etwas. Kann ich hier nicht irgendwie runter? Oh meine Güte, wir sind schon wieder 11 Minuten im Level. Scheiße. Ja, ein ruhiges Level, ein schönes Level. Aber ich finde auch hier hat sich einiges getan. Also hier wiederholt sich einiges, da oben bestimmt. Ich sehe es doch. Ja, komm, eine Blume. Ah. Schön. Also man muss hier wirklich alles untersuchen, nicht so einfach durchrennen. Man kann wirklich, man kann jede Kleinigkeit vergessen. Aber man muss wenigstens nicht jede Kleinigkeit ja, finden, auf Anhieb. So, und mal wieder nehmen wir uns eine Blume an die Hand und spielen ein Bonuslevel. Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss hier wieder vielleicht so ein bisschen reinkommen, wieder so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ist wieder vielleicht alles so... Hier ist gerade wieder alles zu ruhig. Ja, aber wenn ein Level auf Anhieb geschafft und keine großen Probleme bereitet, dann ist es auch gut. Denn in dieses Level müssen wir auf keinen Fall nochmal. Das beruhigt mich. Vor allem, da die Passage mit dem Motorrad-Yoshi jetzt nicht ganz so toll war. Ja gut, man kann da halt leicht was übersehen, gerade wenn man am Ende nochmal richtig doll ins Ziel fährt. Dann, ja, bist du am Arsch. Man stelle sich vor, da wäre wirklich ein Dingens gewesen. Oh, nicht schon wieder so eins. Alter, der kann aber auch gar nicht zielen, der Yoshi, ne? Scheiße. Also, ich habe so das Gefühl, der kann nicht wirklich, nicht groß zielen. Er kann halt nur um Pixel zielen. Das ist echt schwer zu beschreiben. Also, entweder kann er zu hoch oder zu niedrig zielen, aber nicht wirklich genau drauf. Das will ich so ein bisschen damit sagen, wenn man mir folgen kann. Meine Güte. Und ich denke, danach käme noch so eine kleine, noch eine weitere Runde, wo wir noch mal ein bisschen Zeit drauf bekommen und noch mehr Juwelen kriegen könnten. Melon Yoshi. Ja, das, warum nicht, ne? Kannibalismus ist immer gut. Ah. Okay. Da ist sie, die letzte Burg in dieser Welt. Ist auch schön, mal wieder einen Stern zu sehen. Und vielleicht schaffen wir es ja hier, alle Mitbringsel mitzunehmen. Einen Trickanstecker haben wir jetzt nicht bekommen, oder? Du kannst nicht in Abgründe fallen. Wäre ziemlich teuer, aber... Ja, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie gebrauchen kann. Es sei denn, ich will wirklich alle Leben mitnehmen. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, also, je nachdem, was man erreichen will in einem Level, die richtigen Trickanstecker nutzen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel nach... Xile-Boss. Das hieß nicht so der erste Boss von Yoshi's Island? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls, wo war ich? Genau, falls man jetzt wirklich mit 20 Leben durchlaufen will, dann sollte man, denke ich, schon diesen Anstecker nutzen. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch einen Anstecker, der keinen Schaden einstecken lässt. Was dann auch ziemlich gut ist. Aber falls man runterfällt, ist natürlich klar, dass einem alle Leben abgezogen werden. Das ist... glaube ich, nicht so gut für die Quote. Für die Zuschauerquote. Natürlich, das wollen sie alle sehen. So. Ich bin nur mal kurz hier rüber geflogen, um auf Nummer sicher zu gehen. Um zu sehen, ob hier wirklich nichts ist. Es kann wirklich überall was sein. Da zum Beispiel. Ich traue jetzt gar keinem mehr. Gar keinem Versteck. Ja, hier zum Beispiel, da ist auch was. Na gut, es gibt hier sehr viele Sachen zu finden, ne? Und ich denke, man kann sich auch anhand der Wollknäuel orientieren, wo die letzten Blumen sind. Das sollte ich mir vielleicht auch merken. Dass die vielleicht so hintereinander kommen. Dass wenn ich jetzt die zweite Blume gefunden habe... Oh, scheiße. Komm.
Ah, okay, die machen Schaden. Dessen war ich mir jetzt nicht ganz so bewusst. Okay. Ah, wobei, ich brauche den ja. Sonst komme ich da oben nicht hin. Sollte den nicht voreilig umbringen? Aber vielleicht sollte er mich auch nicht voreilig umbringen. Meine Güte. So gewalttätig, wie die hier sind. Hier habe ich schon die zweite Blume. Habe ich schon die zweite... Nee, habe ich nicht. Die zweite Wunderwolle, die kommt noch. Aber ich glaube, daran kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Ich bräuchte mehr Leben. Aber ich habe schon Checkpointe gesehen. Von daher macht das jetzt eigentlich gar nichts. Hier kriegen wir auch noch mal ein bisschen was an Leben. Würde der Screen mal so ein bisschen weitergehen, dann hätte der auch noch diese Gegner hier besiegt. Dieser Checkpoint. So, das ist dann jetzt die zweite Wolle, oder? Ja. Also großartig übersehen können wir anscheinend hier nichts. Ich will trotzdem hier nochmal nachgucken. Hätte ja auch ein wie nennt man die? Diese Wolke. Hätte es wieder eine Wolke sein können. Ah, so on topic heute. So unglaublich on topic. Ja, das ist auch schön. Ich brauche einfach ganz viele Leben. Okay, hier wird von uns verlangt, dass wir einen Schlüssel suchen. Ja gut, die Schlüssel, die sind jetzt im Spiel auch noch nicht vorgekommen. Die können sich überall verbergen und meistens ist es auch der richtige Weg. Also wenn man einen Schlüssel findet, dann sollte man ihn irgendwo einsetzen, wo der gebraucht wird. Also jetzt beispielsweise dort an dieser Tür. Und ich denke mal, dass es an dieser Tür, in dieser Tür auch weitergehen wird. Nur frage ich mich jetzt so ein bisschen, ich komplettiere erstmal hier diesen Raum, bevor ich da überhaupt was mache, wohin dieser andere Raum führt. Wohin führt denn diese Tür? Ja, wohin führt der Raum? Nee. Wohin führt die Tür, nicht der Raum? So, das hätte ich auch nochmal gerne. Okay. Beim nächsten Mal bitte besser zielen, Yoshi. Ach, komm, ich brauche mehr Eier. Ah, zack. Schön getroffen. Okay, dann einmal auf den Rückweg und auf jeden Fall mal ein Stück Wunderwolle mitnehmen. Das könnte durchaus sein... Da oben ist etwas, das sehe ich. Aber was ist hier? Ach, okay. Ja, dann will ich nichts gesagt haben. Weil den kann ich ja gebrauchen, um hier hochzukommen. Ich habe jetzt gedacht, da wäre irgendwie so... Ja, was weiß ich... Ja gut, eigentlich... Was kann denn da großartig drin sein, außer ein Gegner? Eine Blume vielleicht, aber ich sehe doch, dass da was ist. Also wäre das total sinnlos. Vielleicht so eine Sprungplatte, aber ansonsten... Ja, würde man mich ja nur verarschen. Okay, gerade noch so gerettet. Ganz knapp. Nee, also da ich jetzt schon da drüben war, ich denke mal, dass da oben ist sowieso ein geheimer Bereich, von daher gehe ich wieder zurück. Ich finde es auch schön, dass dieses Wollknäuel so wirklich... ein 3D-Objekt ist. Weil wenn man mal die Eier anschaut, dann wird man bemerken, dass es 2D-Sprites sind. Das nimmt man vielleicht gar nicht mal so wahr, wenn man das Spiel das erste Mal sieht. Aber ja, es ist dann irgendwann doch schon eindeutig, dass diese verschiedensten... Ach, scheiße, ich darf jetzt nicht alle besiegen. Wenn ich die kaputt mache, dann ist alles aus. Zack. Na gut, ich denke mal, hier ist nichts mehr. Wo wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus? Ich weiß gar nicht mehr. War ich gerade irgendwie bei Wunderwolle oder so? Keine Ahnung. Ich habe den Faden verloren, scheiße. Egal, wir brauchen sowieso erstmal einen Schlüssel, um hier weiterzukommen. Und den finden wir wahrscheinlich hier in dieser anderen Tür. Es sei denn, es ist ein Einwegweg. Eine Einbahnstraße. Das ist bestimmt auch etwas. Die Leben solltest du schon behalten. Oh, bitte Herzen. Ja, die ich gerade so leichtsinnig verloren habe. Okay, ich muss aber auf jeden Fall auf diese Gegner drauf. Das sind auch typische Yoshi's Island Gegner. Die sind auch das erste Mal in Yoshi's Island aufgetaucht. Nur ist hier das Problem, ja gut, zum einen weiß ich nicht den Namen von diesen Gegnern. Den kann man wahrscheinlich noch im Gegnerpavillon nachlesen. Nachschlesen. Wie die aufeinander hüpfen. Das kann man wahrscheinlich im Gegnerpavillon noch nachlesen. Aber... War das jetzt wirklich alles? Ich will da nochmal nach... Scheiße.
Das war's doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube das trotzdem nicht. Ich werde nochmal die Wand lang springen. Okay, das ist wirklich alles. Ja, man sollte sich wirklich alles nochmal anschauen. Für die Leute, die sich jetzt aufregen und denken, oh, der untersucht ja wirklich jede Wand, das ist ja ein Idiot. Nee, also wird schon wichtig sein. Wird schon richtig sein, wichtig und richtig. So, da am besten noch nicht drauf springen. Da kommen wir jetzt auch durch die Tür. Gut, den Schlüssel haben wir. Ach, ich war ja gerade bei diesen Gegnern. Ja, ich habe das jetzt wahrscheinlich schon zweimal gesagt, aber man kann sich die Namen im Gegnerpavillon anschauen. Pavillon, schönes Wort. Gut, hoffen wir mal, dass der Endboss jetzt nicht zu früh kommt, denn uns fehlen ja noch einige Sachen. Was fehlt uns denn? Ich hoffe, ich habe die Wolle nicht übersehen. Ich hoffe, ich habe im Allgemeinen hier nicht großartig was übersehen. Das könnte... er springt jetzt so dämlich hier rum. Nein! Boah, was ist denn mit euch los? Ich kriege hier gerade eine Krise, ey. Ich brauch wieder Leben. Es ist unglaublich. Also ich glaub's nicht. Stimmt, kann man da oben drauf. Ich will das ausprobieren. Wenn da oben etwas ist, dann ist da oben nichts. Okay. Ah. Vor allem verschwende ich hier so viel Zeit, wenn ich alles durchsuche. Hier ist bestimmt was. Nein. So, komm. Alles rausholen. Boah. Ja, es kann durchaus sein, dass man ab und zu mal so einen Stempel übersieht und das wäre ein Drama. Das wäre ein totales Drama, aber ich sehe schon, dass hier oben irgendwie ein Weg lang führt. Ich schaue erstmal, wohin uns der Weg überhaupt führt. Okay, hier führt er uns wieder runter. Dann wird das schon mal nicht so falsch sein, da... Ah, scheiße. Egal. Hallo? Okay. Wird das schon mal nicht so falsch sein, hier mal ein bisschen aufzumachen, ne? So. Ah, vorletzte Wolle. Okay, das ist toll. Das kann man ja auch ablesen, wie viel Wolle man noch braucht oder welche Wolle man eingesammelt hat. Ob man jetzt die letzte gesammelt hat oder die vorletzte. Das ist auch nett. Nur um die Leben sieht es wieder richtig scheiße aus. Es kann natürlich jetzt gerade echt nervig sein. Die Aufnahme ist jetzt gerade so ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl. Die ist nicht so wie... Ja, wie früher, nicht wie beim letzten Mal, da war alles viel dynamischer, da haben die Lebensgeister wieder gesprochen, die großartigen Lebensgeister, und ich weiß auch nicht, jetzt ist wieder die Dynamik raus, okay, die Blume haben wir schon mal, fehlt noch eine Wolle, da soll ich durch, ich soll hier durch, okay, und da ist auch die Wolle, okay. Dann haben wir fast alles, bis auf die Leben. Hm. Was ist denn hier drinne? Leben. Ja, danke schön. Aber voll werden sie dadurch nicht. Es ist ja toll. Ich kann ja nochmal Ausschau nach einer Wolke halten. Aber ich bezweifle mal, dass wir irgendwo noch... Nee, wir bekommen nichts mehr. Im Gegenteil, ich glaube, hier werde ich nochmal schön abkacken. Ja, wobei, wenn ich mich oben halte... Dann können mir diese komischen Leute nichts. Wie heißen die? Xelibo? Xelibo? Gegen so einen werden wir jetzt wahrscheinlich auch antreten. Das hat man schon irgendwo mal gesehen. War das... Ach nee, das hat man... Nee. Ja, okay, wir kämpfen schon gegen einen, aber... klar, natürlich gab es auch in Yoshi's Island einmal so einen Gegner. So einen Endboss als Gegner. Und... ja, warum nicht hier auch noch, ne? Ihr Yoshi seid ganz schön hartnäckig. Ich dachte, ich hätte euch schon längst auf... ihr hättet schon längst aufgegeben. Xelibo, knote dir die Hose zu und schnapp ihn dir. Oh mein Gott, ein weiterer Zauber, ein weiterer Fluch. Ist die Hose jetzt 2D? Okay, ich denk mal... Ja, man muss ihn hier die Hose einmal abziehen. Okay, ich glaube nicht, dass ich den so angreifen kann. Ja, aber wegen dem Leben ist es jetzt sowieso scheißegal. Ich greife dich einfach weiter an.
Ich greife dich einfach weiter an. Was ist, wenn ich eine Stampfattacke mache? Zählt das? Würdest du gnädig sein und vielleicht ein paar Eier liegen lassen? Gut. Ich habe den Kampf noch nicht richtig raus. Ich habe ihn zwar zur Benommenheit gebracht. Ich muss ihn auf jeden Fall schon mal mit Eiern abwerfen. Soweit habe ich es gecheckt. Und dann auf den Kopf oder wie? Nee, seine Hose. Ach, da hat er ja auch einen Faden. Ja, gut. Den müssen wir dann einfach... Der holt sich Verstärkung. Okay. Nein, der so... Das war wieder eine Heldentat. So. Dann holen wir uns mal ein neues Ei. Und dann gibt es noch einen letzten Zug für die Hose. Mein Gott. Der wird ja richtig rot. Boah. Du sollst den fucking Gegner da abwerfen, nicht den Shy Guy. So. Also schwierig ist der Boss jetzt nicht, wenn das jetzt sein letztes Leben ist. Nee, da wird er rot. Da geht er in die Luft. Da verliert er Dampf. Okay. Nee, also schwierig war der jetzt auch nicht. Klar ist die erste Welt, aber da sollte man schon... Ich weiß auch nicht. War schon sehr vorhersehbar. Und einfach. Also Leben habe ich jetzt nicht verloren. Ist halt jetzt echt schade um diese 20 Herzen. Da haben mir nur noch 2 gefehlt. Ha. Ja, aber da kann ich ja beim nächsten Mal einfach hier durchrushen. Ne? Also, ja, in dem Sinne, dass ich dann auch ein bisschen aufpassen muss, natürlich. Ist natürlich klar, dass wir da nicht so viel einstecken dürfen. In den letzten Level könnte es nochmal ein bisschen schwierig werden, weil wenn man da wirklich nicht getroffen werden darf, ich denke mal, gerade beim letzten Endboss wird das interessant, dann, oh, Trickanstecker erhalten. Das ist der Melonenanstecker, oder wie? Gut. Und auch hier wird ein weiterer Yoshi zusammengepflegt, ja. Xilebo Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ah, das ist schön. Gut, was passiert jetzt mit Welt 2? Kamek verlässt schreiend das Haus. Die Burg. Ach, das ist ja interessant. Ich habe eigentlich so gedacht, das wird irgendwie da hinzugefügt, dass die Welt irgendwie dazu hinzugefügt wird. Aber nee, die Welt, die war die ganze Zeit unter dieser Decke. Das ist auch mal interessant gestaltet. Ja gut, dann werden wir beim nächsten Mal die zweite Welt betreten und schauen, was da wieder für Level dran sind und dran kommen. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach stimmt, wir müssen da überall noch einen Stern kriegen. Ja. Ich hoffe, das wird nicht so... Ich hoffe, ich werde einfach viel schneller etwas finden als beim letzten Mal. Und ich hoffe, es gibt einen Trickanstecker, mit dem man sich so ein bisschen was vereinfachen kann und mehr finden kann. Vielleicht kann man ja mit dem großen Eier-Trickanstecker etwas bewerkstelligen. Wenn man jetzt beispielsweise mit großen Eiern rumwirft, dann ist klar, dass da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man da eine versteckte Wolke trifft. Ist klar. Gut, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.